Oder was ich auch noch machen muss, was ich mir gedacht habe, das könnte ich eigentlich auch live machen, ist ein Titelbild zu erstellen, also diese Thumbnails, für einen One-Shot, an den ich gerade arbeite. Ich möchte ein Videobild erstellen für eine Adobe Money One-Shot. Der Name ist ein bisschen komisch, warte, wie ist der Name nochmal? Der Name ist, der sagt nicht wirklich viel für die Geschichte aus, aber die Geschichte spielt hauptsächlich am Schwarzen See, deswegen brauchen wir erstmal ein Bild von einem See. Okay, und ich brauche natürlich für die Bilder lizenzfreie Bilder, deswegen bin ich immer bei Pixabay unterwegs. Gut, kann ich hier. Dunkel? Warum kommen da so viele Schwäne? Okay, wir müssen einen See finden, der etwas von Hogwarts hat. Das ist natürlich cool, aber nee. Das ist richtig gut. Okay, das behalten wir mal kurz. Jetzt kommen wir weiter. Weil dann könnte das mal, das könnten auch so Draco und Hermine sein. Das ist. Also am längsten bei solchen Sachen sucht man wirklich immer die Bilder. Danach klatscht man unter den Titel drauf und ist man quasi fertig. Oh, das ist ein Idiot. Okay, ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Ich lade mir das jetzt mal runter. So. Machen wir natürlich was Neues. Das passt schon. Ich mache hier immer transparent, weil ich noch nicht weiß, inwieweit ich den Hintergrund mache. Mal gucken, wie das Bild passt, weil das öffnen wir jetzt als Ebene. Ich suche es eben kurz. Wo habe ich das? Das ist also so unter Donuts. Wart. Wo sind meine Donuts? Ah! Ah, das ist immer so. Wie hieß das? Ich kann aber einfach gucken hier. Da. Nach Uhrzeit. Okay. Ah, okay, das ist natürlich. Achso, nicht so schlimm. Okay. Wir gucken erstmal hier, wie stark sich die Qualität verschlechtert, wenn ich das größer mache. Ist immer noch okay. Ein bisschen größer machen. Also wie spiegelt man das nochmal? Ich glaube, ich muss das spiegeln. Weil es ist immer besser, hier so Text und so auf dieser Seite zu stehen haben. Weil, wenn man das so als Thumbnail sieht, steht hier meistens, wie lang das ist. Und dann wird immer da mal was verdeckt. Das hatte ich schon öfter mal. Das ist nicht so schlau. Also, wenn ihr irgendwo Text hinschreibt, immer auf diese Seite. Man kann das doch irgendwie, spiegeln. Horizontal spiegeln. Oh, so wirkt es irgendwie nicht so schön, muss ich sagen. Aber gut, warte, wir schieben das jetzt rüber. Okay, ja. Ah, ist immer noch okay. Okay, dann mache ich jetzt doch einen Hintergrund. Und zwar in diesem Ton hier. Ja, das wirkt doch schon ganz schön. Find das schon ganz hübsch. Okay, ich muss nochmal nachgucken, wie das hieß, wie die Geschichte hieß. Kurz bei fanfiction.de anmelden. Weil der Name war ein bisschen lang und komisch, deswegen konnte ich mir nicht merken. Okay. Ah, auch ein Haar hat seinen Schatten, heißt die Geschichte. Nein, ich will kurz kopieren. Lass mich das kopieren. Okay. So. Text. Farbe. Für die Farbe mal gucken. Nehmen wir dieses Pastellige. Hallo, ich will das Pastellige Rosa, ja. So, ich kopiere das erstmal rein. Ich wollte gerade sagen, warum sieht man nichts, aber es ist eben drunter. Okay. Dann schreibe ich ja immer noch One-Shot. Das muss auch noch irgendwo hin. Also ich schreibe immer erst den ganzen Text und dann gucke ich, wie ich das anpacke. Das ist geschrieben von, wie heißt die, Dracos Prinzessin, glaube ich. Dracos. Wie deutsch die Prinzessin? Ja, Prinzessin. Und gelesen. Oh, aber ich hasse diese Schriftart. Ich schreibe das immer anders. Gelesen von Carina. So. Das werde ich jetzt irgendwie schöner machen, weil das sieht das nicht so scheiße aus. Wenn Draco so eine Frisur hätte. Okay,
Die Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur die Schriftart ist scheiße. Die passt nicht. Bisschen mehr was Geschwungenes. Das ist mal ein bisschen größer. Wie sieht das denn aus? Ist ein bisschen zu groß. Hat die doch schon immer besser aus, aber es gefällt mir noch nicht ganz. Wie sieht das? Oh, die habe ich letztens erst benutzt. Da kann ich mich dran erinnern. Die fand ich eigentlich ganz schön, die Schriftart. Ah, nee, das passt nicht. Das passt auch nicht. Ich hab mittlerweile ja ganz viele runtergeladen. Deswegen fällt einem die Auswahl immer nicht so leicht. Aber komischerweise hat Jim auch nicht alle Schriftarten, die ich runtergeladen habe. Kann ich die eigentlich auch löschen? Du, was brauch ich? Ups. Nee, von hier aus kann ich die nicht löschen. Schade. Dann brauche ich mir nicht diese Dubai-Schriften. Was ist das denn? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, das gefällt mir. Geht das noch fett? Oh ja, die gefällt mir. Okay. Ja, die gefällt mir. Die gefällt mir. Okay, dann mache ich jetzt was. Welche Schriftart ist das jetzt gewesen? Freestyle Script. Mache ich die anderen eben auch alle da rein? Freestyle Script. Ich glaube, die habe ich nie benutzt, die Schriftart. Kann ich F machen? Okay, das geht nicht, schade. Da. Okay, wie groß mache ich das? Ich muss erstmal überlegen. Also, der Titel kommt auch oben, das ist klar. Ich glaube, das mache ich einfach so, weil hier ist so viel schwarz, da kann das hier so hin. Das ist okay so. Eins da, eins da. Wo kommt dann das Story Morning One-Shot hin? Wo willst du hin? Wo kommt das hin? Ich bin mir nicht sicher. Erstmal muss ich es ein bisschen größer machen, weil es ist so ein bisschen klein. So, 120, wie groß ist das? Okay. Auch fit? Geht das kursiv? Ja. Ich könnte das natürlich hier noch so drunter machen. Dann passt die Farbe natürlich nicht mehr. Die Schriftfarbe. Ich glaube, ich mach da gleich eh noch so einen Effekt in die Schriftart rein, dass man die besser lesen kann. Ich glaube, das gefällt mir so. Ich mach da noch so einen lila Rahmen drum, glaube ich. Okay. Dann ändere ich das hier auch noch eben schnell. Freestyle, irgendwas. Nein, das war zu tief. Da. Okay, hier reicht 100 wahrscheinlich. Warum? Hab ich das jetzt. Hallo, ich. Habe ich das jetzt markiert? Ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie sieht das nicht so sehr markiert aus. Okay. So. Und das hier auch noch eben schnell. Freestyle-Skript. So. Und 100 bitte. Kurz wirken lassen. Ja. Ich glaube, das sieht schon ganz in Ordnung aus. Sieht nicht wie der schwarze See aus. Im Hogwarts, aber. Ich find's ganz okay. Okay. Also, das wäre das Videobild. Im Thumbnail würde ich dann hier das gelesene Dings wegmachen. Weil im Thumbnail interessiert sich eh keiner dafür. Okay, hier muss ich auf jeden Fall noch was machen, damit man es besser lesen kann. Und ich würde kurz. Hier die Farbe. Also ich habe die Farbe aus diesen pastelligen Wolken genommen. Vielleicht mache ich das
Hier von dem Lila. Ich gehe mal mit diesem Lila. Oh, das ist ein bisschen dunkel. Das ist ein bisschen dunkel. Bin ich da so in dieses Helle? Das ist echt okay. So. Und dann mache ich mal kurz ein bisschen Auswahl und vergrößern. Vergrößern. Da, 5 sollte reichen. Und dann eine neue Ebene. Und da. So. Auswahl nichts. Okay, das ist ein bisschen hart, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen einen Filter benutzen. Hier den Weichzeichner, den nehme ich immer. Immer den schönen Weichzeichner. Ja. Ah, ich weiß mir auch nicht, ob mir die Position gut gefällt. Ich könnte das. Okay, ja, da, so sieht es aber läuft besser aus. Man kann alles lesen, das ist gut. Ah, dann brauch hier auch das auch ein Haar im Sein, braucht ein Schatten, da braucht das. Braucht das auch. Da vergrößere ich das mal um 8. Und auch mit. So. Ja, machen wir erstmal wieder einen Weichzeichner. Ich nehme mal den Weichzeichner. Das Gefühl, dass meine Thumbnails sehen sich immer sehr ähnlich. Aber ist okay. Also man soll sich auch irgendwie wieder erkennen können. Was ist jetzt? So viel weicher. Okay, doch. Okay. Ich glaube, das verschiebe ich auch ein ganz kleines bisschen. Wie viel ist denn da? Habe ich das ein bisschen drunter? Ja, ich glaube, so sieht das ganz gut aus eigentlich, ne? Okay, gucken, ob ich alles richtig geschrieben habe. Ja. Ja. Ey, ich bin schon fertig. Mir gefällt das erstaunlicherweise jetzt schon sehr gut. Okay, ich speichere das erstmal, um sicher zu gehen. Ich hab die Geschichte H genannt. Nicht mit Doppel-R. Pictures. YouTube. So. Braucht lange. Ich speichere es auch nochmal als GIMP-Datei, damit ich das nochmal später nochmal bearbeiten kann. Nein, nicht. Da. Und für das Thumbnail mache ich den einfach weg. Dann wird er das Thumbnail. Okay, dann könnte ich. Für das Thumbnail könnte ich dann auch. Das nach unten schieben, oder? Das hier hin. Beides ein bisschen größer. Oh, jetzt schluck auf. Ein bisschen größer machen. Gucken, ob das jetzt. Ist ein bisschen schwer, diesen Schatten zu skalieren. Ich glaube, den muss ich nochmal neu machen. Das sieht nicht gut aus. Den muss ich nochmal neu machen. Ebene löschen. Aber soll ich das hier unten hin machen? Ist das eigentlich so in der Mitte? Ja, passt ungefähr, ne? Ab ins Schwarze. Und dann mache ich nochmal Auswahl aus Auffallkanal. Und vergrößern hatte ich um 5 gemacht. Dann eine neue Ebene. Und die Ebene mit der Hintergrundfarbe. So. Ich bin im Nachhinein irgendwann immer verwirrt von meinen ganzen vielen Ebenen. Oh nein, was habe ich getan? Das fehlt aber eh nicht. Ich will den gaussischen Weichzeichner. So, das Ganze jetzt so ein bisschen so. Ja, das ist das Thumbnail. Das gefällt mir da unten aber noch nicht so ganz.
Sieht noch irgendwie ein bisschen komisch aus. Vielleicht mache ich das nicht so in die Ecke, sondern mehr in die Mitte. Ich glaube, in der Mitte mögt es besser. Ja. Ich glaube, ich mache das hier noch einen ganz kleinen Tacken größer. Der Tacken war jetzt ein bisschen groß. Doch war doch ein großer Tacken größer jetzt. Gucken, ob ich diesen Schatten besser skaliert habe. Nee, der sieht wieder doof aus. Ich muss wieder weg. Naja. Ich glaube. Ja, im Thumbnail kann er schon ein bisschen größer sein. Ich glaube, es ist nach oben. So. Und. Ja. Ja, das ist so okay, glaube ich. Okay, jetzt auch ein bisschen vergrößern. Ich hätte fast das X gemacht. Oh, ein bisschen verschwommen machen. Ja, drehen wir es noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich bin schon zufrieden damit. Schlicht und einfach. Aber das ist meistens besser als irgendwelche verrückten Sachen. Die Farben gefallen mir vor allem sehr gut. Ich weiß nicht, wer die beiden hier sind. Aber wir können uns vorstellen, es wären Draco und Hermine. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ist das in der Mitte? Ich weiß gar nicht, ob es da ein fancy Tool für gibt. Ich glaube, es ist nicht ganz in der Mitte. Ich glaube, das muss ein bisschen weiter noch. Wieder hier. Ist es mittiger? Ich glaube, es ist mittiger. Okay. Das speichere ich auch eben schnell. Ha. Thumbnail. Ich weiß gar nicht, wo ich das ist. Okay. Ja. Okay. Dann sind wir da tatsächlich schon mit fertig.